Moin und willkommen bei Outlaws. Ich stelle gerade Planks her, damit wir endlich die Ölpumpe machen können. Denn die brauchen wir, um die Mine in Betrieb zu nehmen. Weil die Planks aber noch ein bisschen brauchen, mache ich jetzt erstmal eine Runde über meine Ranch und sammle hier mal ein paar Fischchen ein. Die können wir dann gleich räuchern. Und wenn wir dann von der Runde zurück sind, dann sind hoffentlich auch die Planks wieder fertig. Und dann besuchen wir nochmal die Bienchen. Und wir könnten mal gucken, ob die Kühe inzwischen gewillt sind, irgendwie eine Art Milch zu geben. Weil ich das nämlich auch noch nicht ausprobiert habe. Und das möchte ich doch gerne mal testen, ob das funktioniert. Wie sieht's denn aus bei euch, Ladies? Ressource 0. Was fehlt euch denn? Also das Ding ist, wir brauchen einen Eimer, den müssen wir ausrüsten. Soweit habe ich schon probiert. Okay, da ist jetzt Wasser drin. Ich wollte jetzt nicht die Kuh wässern. Milk. Resource not available. Ja, so wie es da unten eben auch steht. Und ich verstehe es nicht ganz, wie lange brauchen die denn, um Milch zu produzieren? Naja gut, vielleicht bin ich zu aufgeregt mit meinen kleinen Kühen hier. Lasst euch Zeit. Wir sind entspannt. Das kommt ja auf einen Tag nicht an. Abgesehen davon weiß ich auch nicht, ob mich das weiterbringt, wenn ich Milch habe. Ich denke eher, es ist nicht unbedingt nötig. So, jetzt rennt er hier schon wieder mit seinem Eimer durch die Gegend. Ach, und hier habe ich mich auch mal raufgesetzt. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Komm mal hier, Freitag. Und schon sitzen wir auf dem Kutschbock und können losfahren. Wir können ja mal eine kleine Runde drehen. Hier funktioniert das noch einigermaßen, aber der ist natürlich ziemlich sperrig so. Jetzt versucht er hier zu drehen. Es ist herrlich so. Aber es funktioniert und ich finde, es sieht auch so, wenn er denn fährt, dann sieht es auch wirklich nicht schlecht aus, oder? Also ich finde es eigentlich ganz gut. So, dann lasse ich ihn jetzt hier mal wieder einparken. Ich mache mal kurz Freitag wieder ab. Was ich allerdings noch nicht rausgefunden habe, das ist Folgendes. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie viel Platz in so einem Wagen ist, ob der überhaupt Inventar hat. Man sollte ja meinen, so ein Wagen hätte irgendwie Stauraum, ne? Man kann hier einen Spawnpunkt setzen. Das finde ich schon mal super, dass sie das gemacht haben, dass man den Wagen als Spawnpunkt nehmen kann. Aber sowohl beim Draufsitzen als auch wenn ich drum herum laufe, habe ich nicht finden können, dass der Wagen überhaupt irgendeine Art von Inventar hat. Ist mir im Moment noch ein Rätsel. Vielleicht habe ich schräg geguckt. Vielleicht weiß da einer von euch mehr und kann mich mal aufklären, ob das tatsächlich so ist. Ist jetzt überhaupt gar nicht tragisch, finde ich, weil, ja, ich brauche den Wagen jetzt nicht unbedingt, aber interessant wäre es ja schon mal, das zu wissen. So, wir brauchen jetzt noch 17 Bretterchen.
Und wenn wir schon mal dabei sind, denke ich mir, und die Bretterchen noch so ein bisschen brauchen, machen wir kurz Munition. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was man dafür brauchte. Wir gucken mal kurz. Achso, erstmal muss ich hier Gunpowder machen. Da fehlt mir das Salz. Das habe ich hier. Dann mache ich mal eine Runde Gunpowder zumindest. Oh, da war noch was drin. Das ist sehr cool. Dann mache ich hier mal Munition. Und zwar möchte ich gerne die Rifle-Ammo haben. Ach, da brauche ich Iron Ore für. Und das habe ich im Moment nicht so viel. Na, ich lasse mal 100 noch da. So, da kriegen wir 100 Kugeln raus, das finde ich gut. Er läuft auch weiter durch, das finde ich auch gut. Und hier wird auch geackert. Und wir haben jetzt, was wir brauchen, um die Ölpumpe zu bauen. Das machen wir jetzt auch. Ja, und dann bin ich mal echt gespannt, was uns da jetzt erwartet. Eine Ölpumpe und eine Mine. Also das wird ja hier schon eine groß angelegte Aktion, ne? Ich habe mir das eher klein und lauschig vorgestellt, aber wenn ich hier so groß bauen muss, ich will ja auch nicht so weite Wege irgendwie gehen. Naja, schauen wir mal. Ach. Hier sind noch verbackte Äxte drin, auch schön. Drei, zwei, eins und meins. Gut. Ja, das sind wieder diese ganzen verpackten Dinge. Ist halt so. Habe ich das Bienenwachs hier eigentlich auch drin? Nee. Naja gut, ist egal. Das kann ich später sortieren. Dann rennen wir jetzt raus, stellen die Ölpumpe hin und dann gucke ich mal. Oh, ist das riesig. Ja, im Prinzip kann die ja eigentlich gleich davor, ne? Vielleicht macht die ja ein bisschen sogar was her. Oh, ist die groß. Ja, die macht, aber die sieht gut aus. Wo stelle ich die denn jetzt hin? So rum hätte ich sie gerne. So. Ja, gut. Was machen wir jetzt hier mit der Ölpumpe? Wie funktioniert denn das gute Stück? Open Storage, Destroy, Take All Items. So, Kohle muss ich reinwerfen. Dann machen wir das doch. Jo, viel habe ich nicht, aber das soll sie kriegen. Und schon fängt sie an zu laufen.
Gut. Und wenn dieses Ding... Wenn dieses Ding jetzt genug Öl produziert hat, dann können wir auch die Mine anschmeißen. Und dann läuft's doch. Dann müssen wir natürlich ein bisschen Kohle farmen gehen, damit die Ölpumpe genug produziert, damit wiederum die Mine angetrieben werden kann. Aber ja, dann ist das halt so. Es ist ja auch eine Verbrauchsfrage. Ich habe ja keine Ahnung, wie viel da so verbraucht wird. Man kann ja mal ein bisschen gucken. Naja gut, es geht sehr langsam, aber da ist ja auch noch gar nichts. Mal gucken, was da gleich so rauskommt. Ich hoffe, es lohnt sich hier zu warten. Ey, jetzt rennt er wieder von alleine los. Ja, also wenn das hier mal nicht eindrucksvoll ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Das ist doch mal richtig, richtig super. Also Ölpumpe und T2-Mine, das hat was. So, jetzt rück mal raus so ein bisschen. Nee, will sie immer noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, schneide ich an dieser Stelle ein bisschen und... Und wir sehen uns wieder, wenn die Ölpumpe auch anfängt, das zu tun, was sie soll, nämlich Öl produzieren. Und dann schmeißen wir zusammen die Mine an. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt noch ein bisschen Bäume gefällt, weil uns ja nun irgendwie alles Mögliche fehlt und insbesondere auch und gerade Holz. Und wir werden jetzt mal zur Ölpumpe gehen und gucken, ob die nun inzwischen gewillt war, irgendwas zu produzieren. Und dann werden wir mal die Mine anschmeißen. Ich bin gespannt, ob das nun funktioniert. Sie arbeitet jedenfalls noch brav. Mal gucken. Ja. Wir haben inzwischen einen einzigen Klecks Öl, so wie es aussieht. Dann nehme ich mir den mal und dann gucken wir jetzt einfach mal, was passiert. Need Oil. Destroy Open Fuel Inventory. Ja, dann schmeiße ich das da mal rein. Activate. So. Sehe ich denn nun, dass da was passiert? Press E to enter. Ups. Ach du Hölle, da kann man reingehen. Da kann man reingehen. Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Sag bloß, ich kann die wirklich abbauen. Tatsächlich. Ich kann Gold schürfen. Was ist da? Das ist Schwefel? Nee. Sah eben aus wie Schwefel, aber ist wohl nur Stein? Das ist ja krass. Also ich dachte, die fängt einfach nur an zu laufen. Aber damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass man da reingehen kann. Jetzt guckt euch das mal an. Ey, ich bin gerade voll platt. Das ist ja richtig, richtig geil. Ist das jetzt wirklich nur Stein? Ja. Okay. Aber Gold wollen wir natürlich haben. Ja, da lohnt sich ja der Goldfredel da oben richtig. Und was ist das hier? Da komme ich nicht ran. Oh, oh! Was ist das? Was ist das denn? Wer bist du denn? Ach, du liebes Bisschen.
Ist er jetzt... Uah, in die Luft geflogen? Ein verrückter Minenarbeiter? Jetzt habe ich zweimal Dynamit? Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Tatsächlich, zweimal Dynamit. Da habe ich Gold, das ist ja wahnsinnig. Hauptsache, ich schmeiß mein Lasso da rein. Ja. Aha. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal schüchtern versuchen, dieses... Aber das ist wohl nichts hier, da komme ich nicht ran. Also die in den Pollern gehen nicht, aber da muss man ja vorsichtig sein. Was ist das denn hier? Links rum, rechts rum? Wir gehen erstmal gucken. Oh, Eisen gibt's. Ach, das muss ich alles selbst. Okay. Ich dachte, die befördert jetzt den ganzen Kram nach oben. Aber dann muss ich wohl selber in die Mine und das abbauen. Ist mir recht, habe ich kein Problem mit, kann ich machen. Silber. Das ist also Silber. Das ist mir bisher noch gar nicht begegnet. So wie es aussieht, gibt es das wohl auch nur in Minen. Habe ich jetzt bisher jedenfalls noch nirgendwo anders gesehen. In freier Wildbahn. Das ist sehr gut, dass wir hier unten auch Kohle kriegen. Eisen sowieso. Ich möchte nur mal wissen, was das mit diesem verrückten Minenarbeiter da auf sich hat. Das ist mir ja nicht so ganz geheuer hier. So, hier haben wir wieder Gold. Am Gold laufe ich jetzt mal vorbei. Oh, und ich schieße natürlich auch prompt daneben. Oh, der haut mich mit dem Hammer. Spinnst du? Oh, und diese Maus. Ich möchte, dass sie die Maussteuerung mal bitte fixen hier. Ich treffe doch gar nicht. Sledgehammer. Das ist nett. Eine Säge wäre besser. Die verschwinden immer. Krass. Okay, dann ist es also hier unten... Nicht ganz ungefährlich. Finde ich hier eigentlich jemals wieder raus? Oh. Oh. Large Pickaxe. Ja, okay, dann kann man die wenigstens zu was gebrauchen. Aber das... ist ja ein Ding hier unten. Also, ja, finde ich echt super. Hier gibt es ordentlich was zu tun. Hier muss ich ja richtig ran, so wie es aussieht. Und ich muss jetzt nochmal so ein bisschen Gold hier mitnehmen. Ich kleine Elster, ich. Und mich würde ja mal interessieren, was ich mit dem Silber anstelle. Denn Gold Exchange heißt für mich Gold Exchange und nicht Silver Exchange. Aber vielleicht macht der Typ das ja auch. Kann ja sein. So, dann können wir uns natürlich aber jetzt noch ein paar andere Sachen basteln, ne? Beziehungsweise kaufen. Wir schürfen jetzt mal ein bisschen Gold. Und dann gehen wir mal nach oben, tauschen das um. Und dann sehe ich mal nach, was... wir uns noch kaufen können. Ich meine, so ein Wächter, so ein Guard konnte man sich kaufen. Ein Auktionator, was weiß ich noch. Eine Bank, die war tierisch teuer. Ich glaube, das kriegen wir wohl nicht zusammen. Aber vielleicht können wir uns ja wenigstens ein Teil noch leisten. Vielleicht so einen kleinen Bodyguard. Auch unnötig, aber wer hat, der hat, ne? Es ist schade, die Kollisionsabfrage, die funktioniert bei den Steinen nicht optimal manchmal. Ja gut, wenn ich hier schon stehe. Ich nehme das Eisen nochmal mit und dann gehen wir mal wieder hoch und gucken mal, was wir kriegen.
bisschen Gold mache ich noch. Steht da hinten schon wieder einer? Nee. So, du auch noch? Ah, das haben die ja richtig cool gemacht mit den Minen hier. Das finde ich super, dass man da selber runtergehen kann. Ich laufe jetzt einfach mal hoch, wenn ich nach Hause finde. Dass man selber runtergehen kann und... Ich habe mich verlaufen, merkt ihr, ne? Die Sachen schürfen kann, das finde ich richtig gut. Sagt mal, Jungs und Mädels, wie komme ich denn hier überhaupt wieder raus? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Hier. Genau. Ja, ich muss einen Ausgang finden, nämlich da, wo ich reingekommen bin. Und jetzt press E to exit mine. Das mache ich mal. Und schon sind wir wieder da. So, wir haben hier Gold. Gut. Was ist denn mit dem Silber? Nee, das will er nicht. Gut, dann nicht. Dann nehmen wir hier das noch mit. Dann haben wir jetzt 473. Ich befürchte, da gibt es nicht allzu viel aufregende Sachen für. Aber wir gucken mal. So, wir haben... Ich fange mal oben an. Nee, wir können noch nicht mal den Guard kaufen. Gold Exchange haben wir schon. Den Auktionator können wir uns holen. Ja, will ich den? Weiß ich nicht. Will ich gar nicht. Ich hätte lieber so einen Guard, wenn schon, denn schon. Okay, dann lassen wir das diesmal. Wir sparen noch ein bisschen. Aber ich fand den Ausflug jetzt wirklich... Das war wirklich unerwartet und super gemacht, finde ich, vom Spiel bzw. von den Entwicklern. Das hat Spaß gebracht und ja, jetzt weiß ich ja, was es die nächsten Tage zu tun gilt, nämlich die Mine ausräumen bis zum Gehtnichtmehr, Gold schürfen, Kohle schürfen, Eisen schürfen. Wir werden richtig viel zu tun haben, also in diesem Sinne, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!